Männer! Männer und Maninen, macht euch bereit! Die Glorreiche, jetzt geht schon los, Angriff! Willkommen, werte Lappenlapinen, willkommen zu Mount & Blade Bannerlord, liebe Leute. Es geht los, willkommen zu einem weiteren neuen Abenteuer von Mount & Blade Bannerlord. Wir spielen den Mod Europa 1100 oder Europe 1100. Seht das euch an, guckt mal die Karte, wie die aussieht. Guckt mal, wie schön. Also glaubt mir, wenn ihr die Standardkarte kennt, dann wisst ihr, guck mal, hier gibt's Wege und Straßen. Guckt mal, unfassbar, Wälder dicht an dicht. Und das ist jetzt nur Irland, aber wir haben hier ganz Europa. Ganz Europa? Nein, ein kleines Dorf. Nein, seht es euch an. Ist das nicht cool, oder? Guckt es euch an. Und guck mal, die Fraktionen haben sogar ihre eigenen Clan-Banner noch. Farbliche. Ich glaube, das liegt daran, dass das Haupt-Icon ein anderes ist. Ach, guck mal. Guck mal, was wir alles haben. Ist das nicht toll? Komm, ich reib mal kurz an das eine Ende der Karte. Ja, das... Das wird jetzt nicht mehr so leicht sein. Ja, ich habe mich für Irland entschieden, weil es einfach... Ich generell gerne Irland oder Schottland spiele in so Mittelalter-Games. Und es ist auch eine schöne Insel. Hier sind alle Städte und Burgen, alles total dicht aneinander. Wenn du jetzt mal nach Frankreich gehst, da ist das schon ein bisschen, weit auseinander. Hier haben natürlich auch Deutschland. Ich wollte auch... Cologne. Was auch immer das für eine Stadt sein mag. Cologne. Ja, es ist, ich weiß, es ist Köln. Manche Leute verstehen meinen Scherz nicht. So, guck mal, hier sind natürlich Windmühlen, ne? Natürlich, da in Holland. Das war ja klar. Ist das Holland? Ja, ist Holland. Und ja, wunderschön, oder? Hier, ich finde, bei Deutschland gibt es eigentlich recht wenig. Minden! Wo wohne ich denn eigentlich? Ich wohne irgendwo... Ich weiß nicht, was das hier für ein Gebirge sein soll. Cannstatt. Ich habe keine Ahnung, was Cannstatt sein soll. Na gut, ist ja nicht alles sehr originell, sag ich jetzt mal. Es ist ein bisschen gekoppt. Ja, aber hier seht ihr es, ja? So sieht die Karte aus. So, für alle, die das nicht kennen, ne, das muss ich jetzt einmal kurz erklären. Das ist ein Sandbox-Game, also ein Sandkastenspiel. Wir können machen, was wir wollen. Wir können Söldner sein, la, li, la, lo, uns einem Fraktion anschließen oder wir gründen ein eigenes Land oder erobern, keine Ahnung, Irland oder England oder was auch immer. Und ja, wir können hier machen und tun, was wir wollen, bis wir keinen Bock mehr haben oder ich keinen Bock mehr habe. Und ja, jetzt gucken wir uns einfach erstmal den Mod an, wie der so ist, auf ins Abenteuer. Wie gesagt, wir spielen die Geschichte von Aldemar McWalter, eigentlich Aldemar Gottwalter. Ich habe nämlich so einen vorgefertigten Charakter, den ich immer benutze. Und das Coole ist, jetzt wächst ihm auch erst später der Bart. Guck mal, es ist nicht ein Kind wie ein Amboss, ja? So makellos und wunderschön. Ich habe ihm auch einen Potschnitt gegeben diesmal, diese Hose, ne? Auch wunderschön, wunderschön. Ja, das ist er. Und hier ist unser Banner. Das haben wir auch schon seit Jahren. Wunderschön, oder? Toll. Ich wollte eigentlich Archikan der Große machen. Aber irgendwie gibt es hier nicht so das Reitervolk, was ich gerne wollte. Und dann haben wir auch noch Dieter Beinfurt, den ich gerne noch machen würde wollen. Aber ich habe keinen Charakter gezeichnet. Also hier sind wir. Wir spielen Europa 1100 auf ins Abenteuer, oder? Los geht's. Wenn ihr einen Begleiter nach eurem Namen haben wollt, nehmt euren Discord-Namen... schreibt den ein bisschen rollenspielmäßig um und dann postet den Namen bitte in Namen Let's Play in meinem Discord-Kanal. Ich werde nicht alle Namen nehmen, wenn die ein bisschen zu quasi out of time sind, dann überspringe ich den. Ja, also gebt euch ein bisschen Mühe. Also auf ins Abenteuer. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, liebe Leute. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, Däumchen da lassen, das hilft mir sehr. Und auf ins Abenteuer. So, jetzt gehen wir erstmal nach Dublin. Ach so, guck mal, hier gibt es eine geile Stadt, die habe ich schon gesehen. Kirkwall, guck mal. Geil, oder? Das wird unsere Insel. Meine Insel, Jopdala, Jop. Auf jeden Fall. Okay, jetzt erstmal nach Dublin. Guck mal, hier gibt es auch irgendwie Port von Dublin. Aber da steht nur, ich kann nicht auf Wasser laufen, wenn ich dahin gehe. Und hier gibt es einen Fährenpunkt. Also ich vermute, es gibt Schiffe oder es kommt. Guck mal, wie schön die Karte ist, oder? Guck mal, hier ist sogar Regen. Ich weiß nicht, ob das... jetzt vom Standardspiel ist. Aber jetzt genug gelabert. Auf ins Abenteuer. Also wir müssen jetzt erstmal rekrutieren und dann... Guck mal, hier ist auch eine Quest. Nein, ich will nicht eine Taverne. Entschuldigung. Rekrutieren. Da ist gar nichts. Sehr toll. Was haben wir denn hier? Kreuer der Kleine. Wettbetrug. Nee, lass mal. Oh, was ist denn jetzt los?
Ich will nicht zu schnell reiten. Okay. Sonst rekrutieren wir erstmal ein bisschen Lappen. Landbesitzer braucht Arbeiter. Das bedeutet eigentlich nur, er braucht Gefangene, die ich ihm verkaufen kann. Ja, so ist das halt. Ein bisschen Sklaverei. Es tut jedem mal gut. Hier haben wir einen Bug, das habe ich schon gesehen, weil hier bin ich lang geritten. Und dann will man hier drauf drücken und dann reitet der aber irgendwo anders hin. Nach Roskommen. Als wenn es den Ort nicht gibt. Oh Gott, Plünderer! Nee, dafür bin ich noch nicht bereit. Alles ein bisschen duster hier. Okay, ach, das ist eine Burg. Guck mal, sieht aus wie eine Stadt, ne? Guck mal, wie die aussieht. Und das ist das... Ach, das ist eine Stadt. Oh. Haben wir hier eine Mission, die ich... Eskortiere Handelskarawane. Können wir machen? Wäre ich wahrscheinlich... Ich habe gar kein Essen. Es geht ja gut los. Guck mal, das ist mein treues Ross Lancelot. Aber wir haben einen Bogen. Und wir haben ein Nordlandbeil. Ich zeige euch mal gerade meine Fähigkeiten noch, bevor ihr rumgemäht... Ach nee, kann ich jetzt noch nicht. Ja. Ist viel zu teuer. Nehmen wir mal 16 Essen mit. Ich habe nicht genug Geld. Wie viel Geld habe ich denn noch? Ach du Scheiße. Ich habe noch 244 Kohle. Ach du Scheiße. Wie viele Leute habe ich? 10. Bleib stehen, du Lump! Oh Gott. Das Gute ist, als Ire, wir können 50% haben wir Geschwindigkeitsbonus oder keinen Malus, eher gesagt. Warte, ich will jetzt nicht nachts kämpfen. Warte, ich muss mal gerade die Lichtsachen wieder hochstellen. Die sind nämlich irgendwie... So. Ich weiß gar nicht, wie das für euch ist. Ah, das war noch hoch, okay. Kann auch sein, dass mein Monitor irgendwie zu duster wird. Ah ne, es ist für euch auch so duster. Jetzt müssen wir warten, bis Tag wird, weil in der Nacht kämpfen ist furchtbar. Kann nicht sein, dass sie so schnell sein. Bleibt stehen! Ja, genau! We got no quarrel with you. Und der erste Kampf. Der erste Kampf beginnt. Hear me! Los, ihr Lappen. Oh, guck mal. Wir haben so ein... Ach so, deswegen haben wir kein Geld mehr. Wir haben ein Irish Kern. Irische Truppen. Guck mal hier. Jo, wie die aussehen. Guck mal, so richtige Lappen. Go! Männer! Männer und Maninen, macht euch bereit. Die Glorreiche, jetzt geht schon los. Angriff! Lancelot, halt die Stellung. Passt auf die Kartoffeln auf. Ja! 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 Heute diese Felder und morgen Kirkwall! Ja! Ja! So, jetzt mal direkt gucken, ob Kamera funktioniert. Ja, das geht, das geht. So, jetzt die Screenshots machen. Ja, guck mal, der ist natürlich zu einfach so, als der kommt aufs Foto. Ja, muss ja keiner wissen, wie ich eigentlich aussehe. Sehr gut. Guck mal, er hier. Guck mal, das ist der Lancelot-Aufpasser. Guck mal, ich hab eine Kartoffel! Sehr schön, sehr schön. Okay, ich hab's. Sehr schön. Wir haben zwei Plünderer als Gefangene. Boah, dass ich zwei Plünderer als Gefangene... Guck mal, hier Bogenschützen auf jeden Fall. Zwei Stück. Oh, wir haben Beute. Dieser Reichtum. Kork. Da ist Essen, glaube ich, billiger, ne? Wir haben noch 5 Essen. Wir gehen jetzt erstmal nach Galway. Vielleicht finden wir noch ein paar unterwegs. Ja, ich spreche alles extra deutsch aus, ja?
Also keine Sorge. So. Weg damit. Wir bleiben mal 10. Dann verkaufen wir alles andere. Außer das Getreide. Oh, die sind gut. Ein paar Fußwickel. Ich weiß noch nicht, auf welchen Waffengattung ich bleibe. Boah, 500! Oh mein Gott. So, jetzt haben wir 13. Ich will ja nicht übertreiben. Was ist das für eine Mission? Harry, der Baumeister. Es gut. Ach so, genau. Oh Mann, das kann schief gehen. Well now, Street. Will er nicht. Ich habe nicht genug Truppen. Okay, gut. Ja, gut. Dann war das schon mal sehr gut, dass er das nicht uns gegeben hat. Oh, wie duster das wird, ne? Ich habe aber auch irgendwie ein Lichtproblem in meinem... das ist nicht das einzige Spiel. Okay. Guck mal, wie schön das hier ist, oder? Das ist der schönste Ort irgendwie. Aber das ist bestimmt immer noch die gleiche Quest hier. Wir können die Arena gehen. Das hätte ich total vergessen. Wo ist denn der nächste eigentlich? Warte, wir gucken mal. Also nicht auf Irland. Und ich glaube, wir müssen die Fähre bezahlen, um hier runterzukommen. Ich bleib erstmal in Irland. Gibt's kein irisches Turnier? Wir können mal fragen, können wir das so sehen? Nee, ne? Wir gehen mal in die Arena. So, bla bla bla, bla bla bla. Karl Radia sagte noch. In Glasgow und in Kirkwall. Ja, das wäre eigentlich schon eine ziemliche Idee. Warte, wir machen mal hier bei dem Übungskampf mit. Da können wir auch gut leveln. Ja, Übungs, ja. Das sind alles Übungskämpfe, keine Sorge. Jetzt kommen wir natürlich Bogenschützen. Boah, scheiße. Das war ein anderer, oder? Oh Gott, das war schon ein Übungskampf. Ich habe kein Gold erhalten, na gut. Okay, gehen wir erstmal hier raus. Okay, dann suchen wir uns nochmal ein paar Looter, die wir looten können. Kork. Können höchstens warten, dass... Ah, hier, guck mal. Bleib stehen, du Lump! Man, nicht wenn's Nacht ist. Nichts da, Freunde, du kommst nicht weg. Jetzt! Haha! Under my orders! Breit machen! Bogenschützen da hinten, schön nach vorne! Okay, warte, wir müssen die. So. Bogenschützen, Bogenschützen! Also die Eye-Adaption ist auf jeden Fall furchtbar. Ich sehe echt gar nichts wegen den Bäumen jetzt hier. Zurück, Bogenschützen, Bogenschützen! Nein! Die sagen Attack. Irgendwas stimmt da nicht. Na gut. Ja, sehr gut. Ja toll, das waren unsere Bogenschützen.
Sehr gut. Hervorragend. Haben die überlebt? Nee, haben sie nicht. Oh, die Gefangenen. Ja, bitte. Sehr schön. Gucken wir nochmal. Ich weiß gar nicht, was das hier so soll. Aber die haben keine neue Einstellung, deswegen glaube ich. Ach, DLSS. Könnte ich eigentlich mal probieren. Wieder. Wieder mal. Ich guck das mal ohne euch. Anzahl der Körper? Natürlich unbegrenzt. Hallo? Okay, so. Schnell noch Galvei und unseren Loot verkaufen. Beil, wohlgefertigt. Guck mal hier. Mehr Schaden, weniger Schnitt. Nee, das kommt weg. Wieder 250. Dieser Reichtum. Niemand kann uns aufhalten. Ich bleib mal bei 15. Ich muss ja abspeichern. Oh, wir sind jetzt schon 2 Stufen aufgestiegen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ausstrahlung ist total wichtig. Da gehe ich immer am liebsten drauf. Wegen Frau finden. Selbstdarsteller. Ansehen durch gewonnenes Turnier. Plus 3. Oder höhere Wahrscheinlichkeit, Kinder zu bekommen. 30%? Also, dass ich Kinder bekomme oder dass meine Frau die Kinder bekommt? Ne? Also, ich denke mal, das geht da nicht um mich. Also, ich muss ja, ich meine... Ich glaube, ich mache da jetzt erstmal nichts. Wir machen mal hier Fokus nochmal rein. Und dann haben wir noch ein... Gehen wir jetzt auf Einhänder mal hoch hier. Und den Punkt sparen wir uns jetzt erstmal. 3. Teure. Komm, wir wollen mal die Fähre ausprobieren. Komm, wir probieren mal die Fähre aus, damit wir sie wenigstens mal ausprobiert haben. Die kostet bestimmt Geld. Wetten? Pay to cross 60. Nein, ich kann Irland nicht verlassen. Meine Insel. Nee, noch nicht. Meine Insel ist Kirkwall. Entweder wird das richtig gut zu verteidigen sein oder richtig scheiße. Entschuldigt mein Französisch. Ne, ist immer noch die. Ich muss Turniere. Ich muss Turniermensch werden. Das wird wichtig. Ich glaube, wir sollten zum Turnier. Jetzt fragen wir nochmal. Das ist wahrscheinlich immer noch Kirkwall. Damit können wir richtig Geld machen und auch leveln. Die Arena ist geschlossen. Dann warten wir mal kurz. Das wäre eigentlich schon eine ziemlich gute Idee. Jetzt werde ich fahrender Ritter. Pembroke und Glasgow. Okay. Wo Glasgow ist, weiß, aber Pembroke. Haben die denn nur hier Turniere? Pembroke und Glasgow. Okay, dann auf nach Glasgow. Los, mein treuer Knappe. Oh, das war jetzt billiger irgendwie. Ist nachts billiger. Ja, Arena, ich komme. Der Herr der Arena. Es geht los. Und ein neuer Teilnehmer betritt das Turnier. Aldemar McWalter. Der war... Oh, guck mal, Ringpanzer. Der wahrscheinlich beste Schotte... Entschuldigung, oh Gott. Wir müssen auf jeden Fall alles reinsetzen. Oder wenigstens 150. Ich brauche noch ein bisschen was drüber.
Ach du Scheiße. Boah. Ich nehme das Schwert. Ja, wir haben die erste Runde. Ich meine, wir haben die erste. Ja, seht mich an. Merkt euch meinen Namen. Merkt euch meinen Namen. Es geht los. Ach, egal, komm. Okay, es geht los. Es geht los. Ja! Ich bin durch, ich bin durch! Ja! Ja! Ich bin unbesiegbar! Alter, mein McWalter! Okay, weiter geht's. Nächste Runde. Das stimmt nicht. Jetzt alle mal gegen Edgar. Okay, das wird jetzt wird's ernster hier. Mehr habe ich nicht mehr zum Wetten. Ich bin arm wie eine Kirchmaus. Ich muss meine Klamotten verwetten. Oh Gott, guck mal, der hat voll die Panzerung. Alter, der haut einfach... Boah! Alter, der haut einfach durch. Okay, so. Der nächste bitte. Scheiße. Nein, ich hab falsch geblockt. Nein, ich bin arm. Nein. Nein. Da endet die Geschichte. Ich muss mich prostituieren. Ich kann nur ein bisschen Getreide verkaufen. Nee, dann ist nur noch ein Getreide. Oh Gott, ich bin echt pleite, ne? Ich kann in die Arena gehen. Ein bisschen Übungskämpfe machen. Eine Spende. Eine Spende, bitte. Ich weiß gar nicht, ab wann ich Geld kriege. Schon wieder falsch geblockt. Oh, Double Kill. Das geht nur mit Äxten. Oh, guck mal hier. Oh. Ich habe 5 Gold. Okay, das dauert ein bisschen zu lang, glaube ich. Aber dann habe ich 5 Gold gemacht. So, jetzt müssen wir unbedingt... Jetzt müssen wir unbedingt Banditen finden. Ich kann mir vorstellen, dass wir auf den Inseln super wenig Banditen finden. Oh Gott. Schon bin ich nicht mehr auf Irland. Ich kann auch nicht mehr zurück. Ich bin gestrandet. In Englerland. You got a problem? You got a problem? Have a bottle of water. Okay, Angriff. Wir haben auch kein Essen mehr. On my orders! Sehr lang gedauert. Archers, move! Ich weiß nicht, warum die vorhin angegriffen haben. Es kann sein, dass der... Archers, stand apart! Arrows! Infantry, move! Ich muss auch ein bisschen schießen, ich darf das nicht vergessen. Wir müssen ja leveln. Wir haben auf jeden Fall ein eigenes, Sehr gut, macht sie nieder! Ja. Yeah. Sehr schön. Ich muss mal ein Bild von mir machen.
Wenn dann so, ja? Der unfassbare. Schönste aller Schönen. Guck mal, wie toll er aussieht. Guck mal. Guck mal, ein schönes Bild, Mann, ne? Cool. Tja, jetzt sind wir nicht mehr ganz arm. Jetzt müssen wir. Guck mal, wir haben sogar noch mal Geld gemacht und wir haben noch ein Essen. So, wir sind jetzt 14. Ich glaube. Jo, ich glaube, die ihr gesehen, ich glaube, die können wir kriegen, oder? Hey, you. Oh Gott. What you got in your bags? Nein. What you carrying? Oh Gott, das sind ganz schön viele. Okay, oh, das schaffen wir. Ich weiß, dass wir das schaffen können. Hear me. Okay. Archer forward. Move. Das geht schon, keine Sorge. Ich gehe jetzt schon mal gucken mit Lancelot. Kommt, Lancelot, mein treues Ross. Da kommen sie. Alter, guck mal, was für coole Karten. Die alten Karten kann ich ja alle auswendig. Das Problem ist, zu Pferde wird das echt ein Problem. Oh Gott, Achtung! Nein, Lancelot, bleib hier! Ah, Kartoffeln! Ich kann mein Trick, mein Trio, mein, ach, mein Vorteil wird sein, die zu splitten. Wisst ihr, was ich meine? Dass nicht alle angreifen gehen. Ich muss ein bisschen Slalom reiten. Hoffentlich die Bogenschützen auch mal was töten. Schon wieder Level, was ist denn hier los? Ja, Kinder kriegen es ja auch an, habe ich das erzählt? Aber ein Alter ist auch an. Das hatte ich, glaube ich, vergessen. So, jetzt darf ich. Okay. Angriff. Warte, wie viele Kartoffeln haben die denn noch? Wir haben keine Toten. Boah, habt ihr das gesehen, wie der weggeflogen ist? Stellung! Stellung! Stellung halten! Bogenschützen schön nach vorne bereit machen! Oh Gott, oh Gott! Angriff! Angriff! Die haben den High Ground! Oh Scheiße! Ich bin fast down! Scheiße. Oh, die fliehen! Und er hat seinen Arm verloren! Den hole ich. Robin mal. Robin Hood mal. Ich bin jetzt in England. Ich lasse mich nieder als und werde und stiehle die Reichen und behalte das Geld. Und scheiße auf die Armen. Komm schon. Ich weiß, dass ich das kann. Jetzt, Achtung, Meisterschuss. Okay, ich geb's auf. Und wieder mal eine hervorragende Schlacht. Oh ja. Sehr schön. 1% Leben. Da ist der Geflohene. Sehr schön. Ich nehme davon nichts, wir brauchen Kohle, außer die Trauben, die werden gesaved. Boah, 1000! Von Armut zu Reichtum. Und so hat es begonnen. Ich müsste auch mal einen Fokus in 2 da machen, weil wir das in Arenen öfter benutzen. Oder wir machen es mal einen Bogen, aber da sind wir schon auf einem. Reitkunst können wir mal. Und Athletik muss eigentlich auch gemacht werden. Und das gucke ich nochmal.
wie das mit der Schwangerschaft ist. Gut, Leute, das war die erste Folge Mount Blade Bannerlord Europa 1100. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich freue mich, wenn ihr wiederkommt. Und wir sehen uns wieder weiter bei vielen weiteren Episoden. Und ich bin gespannt, wie es wird. Ja? Also, bis dahin, wie immer, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr. Und bis dahin, haut rein, Leute. Haut rein, werte Lappen-Lapinen. Gabt euch wohl.